So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing, ein neues WrestleCrate UK Paket ist angekommen, deswegen habe ich auch das T-Shirt an vom letzten WrestleCrate UK Paket, wo hier stand OB, was auch immer, und hier steht da einer und der schießt aus dem Fenster wie ein Gangster, und jetzt bin ich natürlich mega gespannt, was hier in dieser WrestleCrate UK Box drin ist. Vor allem welches T-Shirt. Wir wissen ja schon aus der Werbung, dass wohl auch ein Bryan Danielson Item 2 ist. Toll, hast du keinen Bock mehr oder was? Dass da ein Bryan Danielson Autogramm, glaube ich, dabei ist sogar. Nicht irgendein Item, sondern ein Autogramm. Es ist heute alles zwischen Tür und Angel. Normalerweise hätte ich heute, wollte ich gar nichts machen. Nur das Video von gestern und so, aber jetzt muss ich hier schnell noch das machen, weil ich gesehen habe, oh mein Gott, es ist ja doch noch was gekommen. Und das will ich ja immer am Mittwoch machen, mit dem Unboxing von der WrestleCrate UK Box. Hier ist schon mal Werbung für nächsten Monat. Und zwar nächsten Monat gibt es ein exklusives Autogramm von Orange Cassidy. Kennt ihr den von AEW? Vor allem diese Karten, es war ein Heft. Dann war es eine kleine Karte, jetzt ist es eine große Karte und hier steht auch drauf der Inhalt, was alles da drin ist. Also wenn man mal nicht weiß, was ist, guckt man jetzt gleich hier drauf. Das heißt, wir können gleich schauen, was wir hier alles haben. Hier haben wir erstmal einen Promocode. Wir haben ja immer einen Promocode dabei für einen Monat lang gratis Wrestling, was auch eine kleine Karte ist. Jetzt ist es so ein großer Flyer, also die werden immer größer und fetter. Heavy ist the head. Use promo code WrestleCrate and watch for free. Scan the QR code to watch now. Hier ist der QR code, dass man now watchen kann. Der wird nicht funktionieren bei euch, denke ich mal. Und dann habt ihr hier Warpath. Sunday, 9. April, 23, Manchester Academy. Ich kenne Warpath nicht. Also Kriegspfad. So. Sieht auf jeden Fall auch stark aus. Sieht irgendwie genial aus, oder? Super Flyer, gefällt mir sehr gut vom Design her. Dann haben wir hier eine Autogrammkarte von X und Smash. Kennt ihr die zwei? Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich kann euch jetzt aber gerade gar nicht sagen, wer. Ich guck mal schnell hier. Genau, Demolition. Das ist Demolition, ein Demolition Double Autogramm. So, Shreddy? Shreddy kommt hier noch. Das legt man zur Seite, ein Autogramm von Demolition. Dann haben wir hier ein Autogramm von Shreddy. Wer Shreddy ist, weiß ich aber wirklich absolut gar nicht. Wer ist Shreddy? Noch nie gesehen, noch nie gehört. Steht hier dabei, Shreddy. Jetzt tun wir das zur Seite. Jetzt bin ich verwirrt. Da werde ich zu Shenaya. Dann haben wir hier noch das. Das ist ein... Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist ein... Das ist irgendein rundes Ding mit einem Gürtel dran. Adi Schatz, was sagst du? Teste mal. Ja, eben. Ist also ein World Wrestling Championship Heavyweight Gürtel drauf. Und was man damit macht, weiß ich nicht. Und dann ist noch ein T-Shirt. Ist das etwa jetzt ein Bryan Danielson T-Shirt? Nee. Das ist aber kein Bryan Danielson T-Shirt. Ich denke, da ist ein Gegenstand von Bryan Danielson drin. Jetzt sehe ich hier Shreddy, Demolition, so ein Ding und sonst was. Und hier noch ein T-Shirt. Hier steht Demolition Double Autograph. Timothy Thatcher T-Shirt. Okay, zeig mal gleich. Shreddy Autograph. Big Gold Belt Pop Phone Stand. Also ist für, das ist das Ding, was du hinten an Handy dran machst und dann rausziehst und dann immer mit dem Finger so durchgehst, dass du das besser halten kannst. Ein Big Gold Belt Pop Phone Stand. Jetzt verstehe ich es immer noch nicht, denn die Wrestling Tarot Karten 4 sind in der großen Box. British Bulldog Buddy ist in der großen Box. Wrestling Coloring Book ist in der großen Box. Und ansonsten haben wir noch das Watch Suf Pro Heavy is the Head, was wir ja hatten. Vielleicht verwechsel ich das auch. Und es ging gar nicht um Bryan Danielson, es ging um
etwa Demolition? Ich glaube, es ging um Demolition und ich verwechsel das wirklich. Wahrscheinlich war ein Demolition-Autogramm drin und das war ja drin und dann habe ich schon wieder, ja, bin ein bisschen durcheinander. Letzte Zeit, wie immer halt. Gucken wir uns mal das T-Shirt an hier von dem Herren, wer das ist. Das ist also der Timothy Thatcher. Muss ich ehrlich sagen, ist das erste Mal ein T-Shirt, was ich jetzt nicht so schön finde. Ich finde hier kompletter Brustdruck, komplett ausgefüllt, richtiger Hingucker alles, okay. Hier einfach so komplett schwarz mit einer Hautfarbe drauf gedruckt. Das sieht so, naja, so normal aus, so wenig. Fans davon sagen jetzt richtig geil, Timothy Thatcher hier mit seiner Frisur. Sieht wunderbar aus, mag ich. Hier steht noch USA und Japan, Pro Wrestling, Sacramento, California, mit dem Schlüpfer, guckt auch böse, hat eine Zahnlücke. Gibt es Timothy-Fans unter euch? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr dieses T-Shirt? Mir gefällt das, was ich anhabe, besser, ist farbenfroher und bunter, während das hier halt einfach nur so Urinfarbe, also so Hautfarben auf schwarz ist. Das erste Mal also, dass ein T-Shirt mich nicht richtig flasht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi Schatz. Na komm, willst du noch Tschüss sagen? Adi Schatz, alles Gute. Ja, Bibi.